Haut, schwarze mir, ich wird Notenschrift. Musik, als ob es war die Lauschtat oder heiert. Musik wird auf Instrumente gespielt oder sie wird gesungen. Lauschtat mal ein gut no. Bon, das waren natürlich zwei ganz verschiedene Sorten von Musik. Aber interessant ist eben, woher wissen die Leute, die du spielen, dann lo, wann sie spielen sollen? Es muss also eine Möglichkeit geben, für ein Lied abzuschreiben, für das andere Leute das Lied auch spielen können. Und das, was soll das sein? Das als Notenschrift. Guckt mal, wie das ausgesagt. Wie gesagt, die Notenschrift auf einem Blatt vorbei, das nennt eine Partition von einer Musik, von einem Lied. So gesagt das aus. Notenschrift als Anfang wie Alphabet. Das Alphabet von der Musik. Guckt mal, so gesagt das aus. Wir brauchen das Alphabet für Texte zu lesen. Und noch zu schreiben. So ähnlich als auch mal der Notenschrift. Die brauchen wir für die Musik zu lesen und für die Musik zu schreiben. Was gehört da nur zu dieser Notenschrift? Was brauchen wir für Musik können abzuschreiben? Was kann das sein? Mit allererst um die Notenreihen. Da gehen da fünf Stück, die Notenlinien. 1, 2, 3, 4, 5. Und dazwischen haben wir den Zwischenraum. Der haben wir da 4. Das nennt ihr so. Also, 1, Zwischenraum haben wir, 2, 3, 4. Und wenn ihr das da guckt, sieht das alles ein bisschen aus wie ein ganz breit Leder. Was fehlt da nur noch? Mal den Sollschlüssel. Den kennen wir. Könnt ihr euch erinnern, für den zu zeichnen, fangen wir auf der zweiten Notenlinie an. Wir fangen hier an mit Molen. Der Sollschlüssel, das ist ein Notenschlüssel. Und der Schlüssel, der sperrt uns dir zur Musik ab. Dafür haben wir den auch immer am Anfang von allen Noten drin stehen. Guck mal, hier geht abgesperrt. Voilà, mit dem Schlüssel. Und sobald obers kommt die Musik raus. Was fehlt dann nur noch? Da fehlt noch etwas. Majusische Noten. Das sind kleine schwarze oder weiße Punkte, an die tanzen auf den fünf Notenlinien rundherum. Heike sagt dir gut, wie sie rundherum tanzen. Du hast natürlich dem nur, wie sie ausgesehen oder wo sie sich auf der Notenlinie befanden. Dem nur wie das ist, wissen wir, was genau soll gespielt gehen. Gespielt auf was? Mal bei einem Instrument natürlich. Oder natürlich auch, was gesungen muss gehen. Das tut der Wert schon. Lohnen wir schon alles, was wir brauchen, für Musik abzuschreiben. Wir wiederholen ein Keer. Wir brauchen erstens Notenreihen, zweitens den Sollschlüssel und drittens brauchen wir Noten.